es regnet Feuer. Was machst du hier eigentlich? Ich zünd dich an. Das mache ich schon die ganze Zeit, ey. Mir tut schon der Finger weh. Okay, weiter geht's. Potzblitz. Ich habe gerade gesehen, in jeder Aufnahme tun wir so 3 Level irgendwie hochsteigen. Ja. Also das ist ein... merkt, wir, weiß ich nicht, wir schaffen immer so 20 pro Sitzung. Ja. So ungefähr, nicht jedes Mal 20. Ja. Also in einer Stunde müssten wir so Level 50 sein eigentlich. Ja, müssen wir schaffen, ne? Ja. Nicht so läuft wie in letzten Stunden. Okay. So, hier sind einmal noch Feuer. Der war gerade am Ruckeln. What? Bei mir war er gerade am Ruckeln. Ich werde gerade mit dem Typen mehr. Den geht's, glaube ich, gut. Keine Sorge, wir beschützen dich. Wir alle. Wir alle. Ich wusste, ich bin von Arschlöchern umgeben. Wie viele Arschlöcher sind denn noch an Bord? Wir alle. Nee. Wie der eine Typ nicht aufgestanden ist, ey, das ist gut. Es gibt nämlich einen von denen, der ist nicht aufgestanden. Ey. Nein, ich habe eine Lage verbannt. Wo ist das? Ich bin von Arschlöchern umgeben. Oh. Oh, alle meine Skills sind hochgelevelt. Oh, das gibt's euch nicht. Aber erstmal gehen wir hier rein. In die Vengari-Festung. Das klingt irgendwie, weiß ich nicht, als hätte ich das irgendwo schon mal gehört. Ja, ich Vengari, du Vengari. Sie ist Vengari. Leo des Vengari, das ist doch eine S-Klasse da. So, was nehmen wir denn hier als nächstes? Will ich die zu Eiswölfen machen? Dann muss da wieder neu resetten irgendwann mal. Aber scheint da nicht so lange zu dauern. Irgendwie mein Skorpion hat hier schon wieder aufgeholt. So. Tobsuchtanfall. Dauert länger. Mhm. Das war den sein Ding hier, ne? Tobsuchtanfall, ja. Eine Sekunde. Was noch? Das hier wollte ich, ne? Der grundlegende Blitzzauber der Sturmkind hat eine Chance auf bis zu 2 zusätzliche Ziele überzuspringen. Das wäre doch nicht schlecht. Und dann mein Wolf. Ja, bringt eigentlich nichts, ne? Du Wölfe bist so ein Begleiterlimit, ja, aber bringt ja nichts, ne? Ich nehme trotzdem mal. Nein, ich wollte da nicht rein. Nein. Ich habe die Tür aus Versehen. Ich habe die Tür aus Versehen angesprochen. Jetzt bin ich wieder zurück. Boah. Dreck verflucht. Daniel ist wie ein Tintenfisch. Er stinkt doch, ist verführerisch. Mein Gott. Ich habe nur einmal so antippe und dann noch so, okay, Eingabe hier. Oh, die Babykrebse drauf treten. Oh. So. Wir haben hier voll Sensory Overload. Nein, ich wollte nicht. Weil ist der ganze Bildschirm von den Büchern voll. Ja.
Jetzt habe ich einen Skill rausgenommen. Dann sind wir in Wien im Bus Voldo, wie ich Bild sehe. Jetzt eine Quest. Ja, mit dem habe ich schon geredet. So. Jetzt fehlt mir schon wieder was. Was fehlt mir denn hier? Ein Säbelzahntiger. Warum? Alter. Jetzt fehlt mir ein Raptor. Alter. Ey, ich will einen Wolf weniger. Du. Mein Gott. So, Säbelzahntiger, Raptor, Skorpion. Upsala. Krähe. Wolf. Nein, du blöd. Boah. Ich hab 13 Typen insgesamt. Sag mal, was ist hier los? Warum krieg ich hier? Weil mein Skelett rennt. Maximal Begleiteranzahl. Wieso krieg ich jetzt hier nicht mehr? Warum kommt das jetzt hier nicht? Wolf, Säbelzahntiger. Alter, du sollst eine Krähe entfernen, Mann. So. Jetzt ein Raptor. Und jetzt eine Krähe, bitte. Hat doch vorhin auch funktioniert. So, mein Gott. Ich weiß nicht, warum das jetzt so kompliziert war. Ja, und ich weitergehen, solange mein ganzer Zoo nicht da ist. Oh, er war tot. Ja, okay, sehr gut. Der Hauptquest, ja. Na, schon wieder alles tot. Der Nightshield. Er hatte. So komische normale Menschenstimmen, die haben Ziegenköpfe. Ich glaube, ich tue meine Steuerung mal was ändern. Ja? Okay. Ja, weil man hat ja so einen Befehl irgendwie, dass man seine Minions irgendwo hin platzieren kann, ne? Ja, mach ich auf Y. Ja, ich muss bei mir A drücken, das ist ein bisschen ungewohnt. Ich versuche, ob ich das irgendwie auf die mittlere Maustaste. Ich glaub, der Tastatur ist das beschissen, ey. Ja, deswegen will ich versuchen, ob ich das irgendwie auf die mittlere Maustaste oder irgendwie sowas packen könnte, wäre glaube ich praktischer. Wenn ich wüsste, wie das geht. Geht das überhaupt irgendwie? Ich glaube nicht, Daniel. Nein. Das klingt nach Wunschdenken. Einstellungen, oder? Oh, eine Fähigkeit ist auch gelevelt. Yay, lass mal sehen, was haben wir denn da? Gameplay, ne? Ja, Skelettmarker. Skelettmarker wirken nekrotischen Mörser. Das hat Überlegungen da. Wo ist es? Ah, Angriff Diener. Oh. Ich habe ja nichts in der mittleren Maustaste gehabt, oder? Ja.
nicht zurück. Also viel besser. So, jetzt kann ich mit der Maus die Dinger steuern. Ja. Hervorragend. Zum Glück muss ich mir über sowas keine Gedanken machen. Tust du überhaupt manuell steuern? Ich muss nur in eine Richtung zeigen, dann Y drücken. Ja, machst du das überhaupt? Gut, gut, die greifen doch sowieso alles automatisch an. Ja, ja. Also ist auch praktischer, dann könnte ich ja gezielt sagen, so hör mal, geht auf den los oder so. Ja. Ja, ich habe das nicht gemacht, weil das so umständlich ist auf der Maus, auf der Tastatur. Ja, ist mir klar. Deshalb spiele ich nicht mit dir so weit. Das ist beide, ich habe das Spiel. Oh, er hat den Eis, das nicht mehr. Wir sind ein bisschen zu OP da. Ja. Aber das sage ich und dann spielen wir was Schwieriges und dann kriegen wir auf die Fresse, oder? Ja, ja. Ich bin nur gespannt, ob das irgendwie die Schwierigkeit von Diablo erreichen würde. Ja, na, die Story wahrscheinlich nicht. Naja, die Story wahrscheinlich nicht, ja. Ist das ein Boss? Ey, das ist ein Tiermeister. Es war ein Tiermeister, Körperrüstung. Die sah aber sehr schwach aus. Plus 20 Rüstung. Irgendwann hat sich gerade geöffnet, was war das? Ja, was war das? Ich hab so ein Klinge. Ich auch, ey, das war ziemlich laut. So, was soll ich denn mit dieser Rüstung, die mir nur 20 Rüstung gibt, im Vergleich zu meiner 194er Rüstung? Du sollst sie anziehen. Was ist das denn für ein Müll? Das optionale Dungeon wurde geöffnet. Oh, keine Ahnung, was das war. Oh. Irgendein Gitter geöffnet oder irgendwie jemand wurde von seinen Fesseln befreit. Ja. Ich meine, er war ein Tiermeister, vielleicht hatte seinen übergroßen Säbelzahn vielleicht von der Leine gelassen, was vorgestorben ist oder was. Er hätte seinen Rancor auf uns. Oh nein, der Rancor. Lass Gold fallen. Boah. Das Spiel überhaupt Achievements? Bezweifle ich, ja. Irgendwie hat das noch nicht. Ja, auf Steam hat ja normalerweise auch Achievements, deswegen. Ja, okay, wusste ich nicht. Irgendwie ist noch nichts aufgeklappt. Wir haben noch keine gemacht. Nee. Wir sind schlechter, wir sind sehr schlecht. Oh Gott, was hier? Sieht aus, es kommt hier gleich Boss. Ja. Da hat irgendwas Material, die Frau oder so. Ich muss mich schon zweimal heilen. Ich auch. Mein Gott. Ich hab noch gar keinen Schaden bekommen. Alter, all meine Tiere sind hier am Sterben. Geht raus da, Leute. Ich nehme überhaupt keinen Schaden. All meine Tiere sind tot. Hab ich gleich erst tot. Nee, doch noch nicht. Mein Gott, was für ein Massaker. Guck mal, meine ganzen Tiere. All meine Tiere sind tot. Sind auch welche gestorben, ey. Kannst du da reingehen und die wiederbeleben? Nee, ne? Nur bei mir geht das nicht. Nee, warte, da geht. Ja, oder? Nee, doch nicht. Doch, das geht. Oh, sehr gut. Beide, Jo, komm doch nicht näher. Hey, hey. Wie willst du das denn herausfinden, wenn du näher kommst, sobald ich sage, doch, das geht, ey. Ich wollte aus dem Ring. Dann kannst
kann ich die vielleicht auch wieder beleben. Okay. Was ich aber gemerkt habe, ist irgendwie, wenn ich zu lange brauche, um die wieder zu beleben, dann verschwinden die irgendwann. Und ich muss sie nochmal neu beschwören. Okay, jetzt kann ich wieder. Was ist hier los? Wie funktioniert? Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Jetzt kann ich wieder andere Skelettmagier rufen, nicht nur Pyromanten. Was ist hier los? Wow, und das ist dann jetzt schon wieder los, ey. Also auch Probleme mit deinen kübischen Viechern? Ja. Ja. In der Reihenfolge, wie ich die beschwöre, irgendwie. Jetzt habe ich wieder. Ich weiß nicht, warum der Punkt nicht funktioniert. Ich konnte nur Pyromanten rufen. So, ich habe ein Schild bekommen, eigentlich. Seelenbastion. Haben wir das Schild Stufe 15? Stürmisches Claymore des Universalgelehrten. Wird bei Seelung eine Seelenaufladung. Wird bei 5 Seelenaufladungen Seelenausbruch. Was bedeutet das? Das sind also Non-Faktor-Sachen, die bringen alle so richtig gar nicht. Ich habe ein Skelettschild. Ich sehe es. Irgendwie kann ich Seelenausbruch machen, kann er. So. Okay, hast du den Schrein da untersucht oder was? Ja, ich hab die Quest abgeschlossen. Okay. Ah, dann wäre fertig. Ne, jetzt müssen wir zum Medizinmann zurück, genau. Da unten ist irgendwie die Arena des Champions. Jetzt mal da hingehen. Okay. Ich glaube, wenn wir da lang gehen müssen, kommen wir da hin irgendwie. Was ist du da? Lass meine Portale nicht an. Wieso deine? Ja, sind meine. Okay, ich muss immer noch herausfinden, warum ich jetzt wieder ein normales Skelettmagier beschwören kann. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe gerne einen Mix von 2 Pyromanten und 2 normalen Skelettmagiern. Ja. Das ist wie meine Lego-Sammlung. Jetzt lieber verschiedene Soldaten, sonst immer die gleichen. Oh. So viele verschiedene Schadensmöglichkeiten, Arten wie möglich, ne? Ja, ja. Okay, irgendwie finden wir den Weg hier nicht. Was heißt denn hier wir? Irgendwie da unten soll das sein, oder ist das von hier unten? Ich glaube, von da unten ist das. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Dann gehen wir wieder zurück. Ich rufe das Portal-Taxi. Ich rufe ein Überportal. Der Boss, der war echt heftig, ne? Für mich schon. Ich habe nicht mal Schaden genommen, ey. Der hat mich nicht mal berührt, ey. Das ist so ein richtiger Unterschied, ey. So, wieder 2 Götzen-Slots ausgezeichnet. Jetzt brauche ich nur Sachen, die ich da reinpacken kann. Boah, ich will da hochlaufen, aber weil da überall Spieler sind. Was ist denn von denen? Da weiß ich nicht, ich drück da oben, aber die sind irgendwie da im Weg. Ich komme da nicht vorbei. Ach so. Ein Spiel buggt da irgendwie. So, da ist was. Yes. Du kannst da nicht durch. Yes. Ja, die Götter sind mit mir. Genauso wie die Macht. Habe ich noch einen Götzen? Diener Kälteschaden, ich habe keinen Kälteschaden. Diener Kälteschaden, ich habe keinen Kälteschaden. Du hörst gern wie so ein scheiß NPC. Was so ein Götzen für Kälteschaden? Nein. Erhöht Blitzschaden, erhöht den Blitzschaden. Hey, da ist doch was. Keiner mit. Das brauche ich. Kriegst du aber nicht. Ich habe schon angezogen. Ich habe schon abgeleckt. Das gehört mir. Jetzt siehst du, wenn man eine Nachricht da drauf steht, vom Weg ist abgeleckt. Wie macht er das? Yes.
Was? So. In dem letzten Part von Final Fantasy, wo du gegen den komischen Goldmenschen da gespielt hast, ey. Gegen die Stimme von dem irgendwo her, die habe ich irgendwo schon mal gehört. Den Goldmenschen? Ja, der C3PO, wie du den genannt hast. Du hast doch gegen den Karten gespielt. Ja, ja. Das ist so ein Typ in Gold. Ach so. Ja, weil habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich irgendwo schon, ich finde nur kein Gesicht zu dem Charakter. Ich kenne die Stimme von dem, ey. Oder nicht, habe ich nicht drauf geachtet. Ja, du interessierst dich nur für das Gesicht. Den Abschluss des Dungeons zählen Feuerpassion gelangst du zum Kohleimpass. Okay, deswegen konnten wir nicht finden. Die strahlenden Dünnen. Warum strahlen die Dünnen denn so? Jetzt doch die strahlenden Dicken. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch Monolith, das war doch das, was für ein Level war das? 50 irgendwie so, ne? 58 oder was? Uff. Oder ich weiß nicht, wohin hast du irgendwas von, ja. Ich glaube, was von 55 gesagt? Ja, 58 war das. Nein, nicht das, wo wir gerade waren. Diese eine, was wir schon seit Ewigkeiten haben. Ja, so irgendwas von 55 gesagt, ja, oder was? Hm. Weiß ich nicht. Zu hoch. Du redest zu viel. Und genau deshalb tut deine Stimme weh. Weißt du, was diese Dungeon ist? Impossible. Impossible. Ja. Bitte nicht. Diese Stufe ist impossible. 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 Ganz eindeutig. Impossible. Jetzt habe ich meinen Speerträger nicht mehr. Nein. Naja, der taucht ja nur auf, wenn einer meiner Geräte irgendwie stört. Tut mir leid, mein Skelett, aber du musst sterben. Ja, aber wieso? Das könnte ich sogar machen, ey. Ich brauch den Sperrtypen. Du musst gehen. Auf 30 wieder so ein Skill freigeschaltet, aber ich glaube, den benutze ich nicht. Da verlieren meine Skelette alle die ganze Zeit Leben, aber davon haben die sehr erhöhten Schaden. Ey. Die verlieren so lange Leben, bis sie draufgehen, aber dafür machen sie immer mehr Schaden. Ey. Ein schwarzer Wolf des Fokus, oh nein. Ich wollte gerade sagen, ein schwarzer Wolf, was soll ich machen? Ist das nicht das Viech, was mich erledigt hat letztens? Ja, dann mach ich auch viel Schaden, ne? Oder? Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe, aber ich habe den überlebt. Nein, sie haben die Minion-Verteidigung gefunden, mich angefasst. So. Wenn ich versucht abzuschießen, mal. Da war es hier eigentlich. Hier ist diese Hauptquest. Das ist hier. Dann kommen wir da hin. Da war ich schon einmal. Du bist da. Da ist eine Schatztruhe. Irgendwie. Ja, ich weiß. Oh Gott, viele Gegner. Ja, die werfen Tomahawks auf uns. Die Säbelzahntiger? Nein, dieser Ziegenmensch. Also. Wir sind bestimmt vom Ochsenstamm, so wie die aussehen. Haben wir mal. Dann ist noch aufgestiegen.
So, Komm mal, nicht oder hin? Oder nicht? Ich hab mich irgendwie auf die Nebenquest fokussiert letztens. Ja, ich bin ein Rotz hier. Oh, der hätte gar keine Chance, der haben Busse wieder. Der sieht da auch nicht, was? Nein! Mein Wolf ist tot. Ich will da rein. Ich will Spielchen mit ihm spielen. Ich will ihn kurz bevor er im Tod geht, wieder aus dem Kreis raus, damit er wieder abkratzt. Damit er spürt, wie es sich anfühlt zwischen Leben und Tod, auf der Schwelle von Leben und Tod. Das gibt mir das Gefühl, ein Gott zu sein. So, hier ist er. Ich tue ihn mal da unten angreifen. Was ist das hier? Was ist das? Im Bereich deines zeitverlorenen Ausgestoßenen. Was ist das? Aspekt. Einmal gewährt der Giftdurchdringung. Tun deine bereit verursachen mehr Schaden. Kann schon multi bekommen. Bereit, kann schon bekommen. Ich kann da gar nicht aktivieren. Ich nicht da vorher. So, was ist das? Schlüssel zur Seelenfeuerbastion. Kannst du da was aufheben? Ich hab so einen Schlüssel bekommen wieder. Ich hab nichts gekriegt irgendwie, was? Was? Hier liegen Sachen auf dem Boden, aber ich kann nicht aufheben. Okay. Wieso nicht? Weiß nicht, die leuchten, aber da steht nicht irgendwas von aufheben. Okay. Da leuchtet nicht irgendwas rot, ey. Nein. Also bei mir ist nichts. Kann ich nicht aufheben. Nein. Wieso nicht? Du hast doch die Tür geöffnet. Ja, weiß nicht. Nein. Warum nicht? Wow. Kommt da alle angerannt direkt weg. Ich war 50 erreichen von meiner Spezialisierung. Meine nächste, meine letzte Fähigkeit spezialisieren. Ja. Oh, so ein Typ mit einem Knüppel, so ein Stier, Mann, Typ. Ich knüppel euch. Meinst du Minotaur? Ja. Naja, der sah so unbekleidet irgendwie aus. Der sah komisch aus. Okay, bei mir ist hier irgendwie nichts. Ist da hier was bei dir? Hier ist ein Questzeichen bei mir. Ja, bei mir auch, aber da ist wieder. Ja. Benutze das gesegnete Horn in der Tundra. Ja. Oh. Da ist die Hauptquest. Ein Tempel von Herod. Das ist ja dieser Hirschmensch, Typ, Bär. Delfin. Ja. Genau er. Da will ich auch mit meiner Frisur machen. So ein Geweih. Meinst du im Spiel oder im richtigen Leben? Ja. Exakt. Sowohl als auch. Ich glaube, dann wirst du aber, weiß ich nicht, enterbt oder so. Ich will niemals die Couch deines Vaters erben. Oder den Knüppel, was weiß ich, was ich immer hier da vererbt. Oder ihre Schrotflinte. Das ist die Familienschrotflinte.
Jetzt in der Generation. Mit dem wurden unzählige Kniescheiben gebrochen. Gebrochen ist ja nicht mal richtig. Da gibt es leider keine Kniescheibe mehr, da ist nichts mehr zu brechen, ey. Zu reparieren. Warum sind denn hier Gegner? Ich dachte, das ist von diesen Hirschtypen, ja, der Tempel. Die sind tot, alle. Das ist auf unsere Seite. Warum gehen die Leute alle auf uns los, ey? Weil das Tiere sind, die haben keinen Verstand. Anyway, I started blasting. Ah, ich bin tot. What? Wie ist das denn passiert? Ganz plötzlich. Da steht bei mir interagieren, aber ich nehme an, das ist nicht wiederbeleben, ne? Ja, fass mich nicht an. Nein. War das denn immer so? Mir das bisher noch nicht aufgefallen. Okay. Das ist alles neu beschwören, ne? Oh Gott. Das auch, aber irgendwie. Das kann ich schon wieder nur Pyromanten beschwören. Was ist jetzt im Po? Ach, was rege ich mich auf. Nicht doch. Ich finde nur komisch, dass meine Diener irgendwie neben deinem Bild angezeigt werden. Okay. Ich weiß nicht, ob das schon vorher so war, mir dann einfach nicht aufgefallen ist. Ich meine, das ist mir einfach nicht aufgefallen. Warum bist du denn gestorben gerade? Weil ich hab wahrscheinlich low und dann habe ich irgendwas abgekriegt. Ich will ja die ganze Zeit hier meine Lebensenergie verballern. Und da war wahrscheinlich ein Gegner zu nah an mir dran, der hat uns gekillt. Da habe ich zu viel Energie verballert. Ja. Ja, meine Tierchen nehmen auch ganz schön Schaden, ja, habe ich so ein Gefühl. Okay. Die spielen nur tot, wenn sie am Boden liegen. Ja, und du musst nah rangehen und die ansteuern und sagen, was soll der Scheiß? Faulenz bei der Arbeit, da geht ja mal gar nicht. Es gibt noch so viele Sachen zu schlachten. Ja, wenn du nicht aufpasst, schicke ich dich nach in die Zwiebelfelder. Stand da, hatte ich hingelegt und damit aufgestanden direkt. Wer, der Gegner? Ja, der Wolf. Okay. Mein Gott, dieser Levin-Angriff von denen tut voll weh. Von den Golems. Ja, das kann ich mir vorstellen. Meine Viecher hier stehen die ganze Zeit da drin, ey. Oh, ich habe wieder ein Skelett, ich habe wieder. Yay. Ich habe wieder einen Speermann. Oh, jetzt Gold. Habe ich wieder hier meine volle Größe. Weiß nicht mal. Sag das nicht. Vor allem nicht mal Sackgasse mit irgendwas, ey. Ja, das war nur Gassen. Ja. Sack. Sackiger Sack. Hier ist auch nichts. Hier ist nichts drin und hier ist doppelt so viel nichts drin. Ja, wir müssen auch nach oben links, sehe ich gerade.
flammender Morgenstern des Steins. Was? Oh, ich gehe woanders. Oh Gott! Meine Krähe hat hier irgendwie. Wir tun ja die ganze Zeit so Eissplitter schießen und meine Krähe hat irgendwie alle von denen abbekommen. Ja, also von du willst, dann. Ich stand einfach so. Oh, schützt euch hinter mich. Meine Diener sterben ja auch, wenn ich schnell. Alter, die sind alle tot, was? Oh Gott, das sieht schon wichtig aus. Sieht aus wie ein großes Gebiet. Mit nein, großen Gebiet. Bessere Frage, wo bin ich? Ich bin woanders lang gegangen, keine Ahnung. Wir treffen uns schon wieder. Ja, irgendwann. Hey, da bist du. Ja, ich wollte schon sagen, das ist irgendwie miteinander verbunden. Ich bin einfach nur andersrum gegangen. Ich bin schon wieder auf dem Weg, einen Hate Crime zu verbringen, dann aber doch. So. Ja, das sieht, sieht irgendwie verdächtig aus. Ach. Ey, yo. Sich ausbreitender Frost. Du hast meinen falschen Knopf hier. Wow. Was hat denn für ein dicker Angriff? Was für Special Effekt sind hier? Dieser Angriff. Aua! Voll wehgetan. Boah. Ich hab voll wehgetan. Okay. So, Eingabe von Fernwald. Ich habe ein Schild, Daniel. Oh, sehr gut. Was ist denn da? Was hast du denn da für ein Schild? So ein Skelettschild habe ich. Ja, wie ist wie gut ist denn der? Warte. Nicht so gut, glaube ich. Mein Steinschild war besser, aber die Effekte waren, glaube ich, besser. Ich habe Blockchance plus 20, Wirksamkeit blockieren 176 und plus 80 Rüstung. Ich glaube, das weiß ich nicht. Der könnte sogar besser sein. Meiner ist nur Stufe 15, also der ist Stufe 41 hier. Ja, das ist ja bestimmt besser. Das weiß ich nicht. Mal sehen. Ein bisschen Verteidigung wäre natürlich nicht schlecht, ne? Mal, du bist schon wieder in der falschen, anderen nicht in der richtigen. Wo bist du schon wieder da? Ja, ich bin auch wieder weitergegangen. Ja, ich bin oben gegangen. Ja, wieso wolltest du mir entgeben oder was? Ja, was soll ich damit? Ach so, ich dachte, du wolltest halt jetzt auslassen. Also. Naja, ich trage keine Schilder. Er ist schon wieder einfach weitergegangen, der Clown. Du bist durch das Portal da gegangen, ne? Ja. Oder Quest-Ding ist. Na gut. Oh Gott, was war das jetzt wieder hier? Mega leck. Frage ist, wie gut ist der? Wieso kann ich das jetzt schon wieder nicht bestätigen, boah? Dieses System geht mir manchmal auf den Keks. Jetzt geht's, boah. Wie nah muss ich denn an dir dran stehen? Fucking ja, ey. Geschenke halten. Und zeig mal her. 21 Wirksamkeit blockieren. Okay. Ausdauerspelle, Wirksamkeit blockieren. Giftresistenz. Wir nehmen das. Danke. Jo. Der eine hat mir irgendwie, weil ich Sehenaufladung bekommen, aber ich habe irgendwie nichts davon mitbekommen. Jo.
Ich nehme mal, wird ausgelöst, wenn man irgendwie getroffen wird. Und ja, ich will am liebsten nicht getroffen werden, von daher. Ich auch nicht. Habe ich dann wahrscheinlich nie mitbekommen oder so. Da sind wir schon wieder in einem neuen Gebiet. Dort sind wir da ganz oben. Boah. Oh, ich habe Falkenfäuste. Jetzt kann ich meinen Funken, jetzt kann ich meine Falknerei plus 3 machen. What? Ich schau mal meine Minions, einige Gegnerhorden. Wenn ich die da ganz alleine schicke, dann nehmen die ganz schön Schaden. Aua. Blöde Eiszapfen. Meine Tiere da reingesteckt, auf einmal kam das Ding angeschaut. So, fressen. So, 49. Hm, weiß ich nicht. Bin auch 49. Wann ist denn das passiert? Nehmen wir das weiter. Und 3-4 Punkte irgendwie. Verteilen können. Ich bin 49 geworden, bin ich. Hm, wenn du Eiswolf hättest, würden die dann so aussehen wie die hier. Ja, freut mich. Da hätte ich einen Fenrir. Aus der nordischen Mythologie, ja. Ich weiß. Ich glaube, ich mache meine Säbelzahn-Tiger in einen Eistiger. Kann ich glaube ich auch machen, habe ich gerade gesehen. Ein Eistee? Ja. Der wäre dann ein Eistee, da. Oh, nicht gleich so irgendwas im Feuer, aber Feuer habe ich nicht zur Auswahl. Dafür habe ich mehr als genug, ey. Dann haben wir ja alle Elemente hier gecovert. Ja, irgendwie schon. Ich meine, also dann Eisen, dein Skorpion auf Eisen oder was? Weiß ich noch nicht, mal schauen. Ich ziehe jetzt in Betracht, also nicht einfach nur um zu sehen. Ich glaube, das Design von denen wird sich dann auch ein bisschen ändern. Ja, sind die aus Metall. Hab ich sind die aus wie mein Eisengolem aus Diablo. Da habe ich so einen Cyber-Skorpion. Ja, der macht tanzt dann den Robot, wenn er gewinnt. Bebo-bo-boy. Nein, du meinst Bibobobibobobar. Ja, genau das. Genau das dann. Well, it's good to see you, Julia. Nicht B? Was? Then I apologize for rudeness. What changed his mind about the lance? Ich bin einfach genial, ich einfach nur alles überschreibe, was der da überspringe, was der da von sich gibt. Oh, ich tue so ein bisschen aufpassen. Ich spiele das Spiel wegen dem Gameplay und nicht wegen der Story. Der Hirsch ist am Sterben und weiß nicht. Ist er nicht schon tot, ey? Der wurde von dem Phönix da getötet. Joshua ist böse geworden. Ja. Das ist ja der Sonnentyp. Irgendwie sind die. Die sehen etwas viel zu süß aus in Final Fantasy 7, ey. Ja. In Final Fantasy 16 sehen die voll brutal aus, ey. Bei den Beschwörungen. Ey, generell, ey. Die sehen viel zu putzig aus in Final Fantasy 7, ey. Meinst du die Charaktere? Nein, die Espers. Ja, wer hab ich doch gerade gesagt? Beschwörung. Ja, du, ich weiß nicht, du hast gesagt, die Beschwörung. Ich dachte, du meinst, wie die beschworen werden.
Ja, das ist... Die Liebeschwörung ist mir egal, ich einfach das Design von denen, die sehen viel zu putzig aus in Final Fantasy 7. Ja, die sind ja auch nicht wichtig für einen Plot oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Ist klar, die nicht so putzig machen konnten, so, oh, ich bin die Fried, haha. Final Fantasy 16, wir sind das ja so Kaijus, ey. Ja, ich meine, ich fühle mich aus wie ein Ballrock, ey. Also sagen die bis Final Fantasy 16 oder bis Final Fantasy 15 sind die halt alle so aus, ne? Ja. Final Fantasy 15 waren die auch ein bisschen größer, glaube ich. Weil Final Fantasy 15 ist groß. Da ist auch irgendwie ein DLC jetzt rausgekommen von Final Fantasy 16. Da kannst du irgendwie. Da hält sich auch irgendwie um Leviathan. Ja. Da geht es irgendwie um Leviathan. Ja, die verlorene Esper. Ja. Ist noch jemand drin? Ne? Ja. Er macht ein Nickerchen. Ich bin hier falsch. Ich meine, du konntest, in Final Fantasy 15 konntest du sofort mit einem gewissen Trick konntest du das System exploiten, dann sofort Maximallevel werden, bevor du überhaupt am Ende in der Endstory bist. Und zwar mit der Hilfe von Lasagne. Ja, ja. Da gab es einen Trick, der irgendwie Lasagne involviert und Zeitreisen, ey. Ja, ja. Du levelst nicht normal auf, du tust irgendwie so Erfahrungspunkte ansammeln und dann musst du dich ausruhen im Hotel oder so, um die Erfahrungspunkte sozusagen einzulösen. Und je nachdem, wie kostspielig das Gericht ist oder irgendwie sowas, bekommst du mehr Erfahrungspunkte. Du konntest so eine Fähigkeit erlangen, die du irgendwie sogar etwas irgendwie one-shotten konntest, ey, oder? Oder den in so eine Art schwarzen Loch, kompaktisieren konntest, oder komprimieren konntest oder so, ey. Warte, okay. Ja, hab ich gesehen, ey. So ein Maxor-Gameplay, wie du, der hat gegen so eine riesige Schildkröte gekämpft, ey, und die hat der irgendwie ja. so eine Hilfe von so einem schwarzen Loch so one-shottet. Das ist eigentlich ein Kampf, den er an dem Punkt noch hätte gar nicht gewinnen können, ey. Oder er hat ihn trotzdem gewonnen, ey. Er ist sofort in einem schwarzen Loch verschwunden, ey. Ja, klar. Ach, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist dieser, ich glaube, da ist so ein Ring irgendwie, den man ausrüsten kann. Ja, genau. Damit kannst du selbst die etwas one-shotten, ey. Ja, den musst du irgendwie die ganze Zeit irgendwie auf die halten und... Je nachdem, wie stark der Gegner ist, desto länger muss er, glaube ich, draufhalten und irgendwann sterben die dann. Weiß ich nicht. Ja, ja, so ungefähr. Oder, wie heißt der jetzt? Ramu, der kann einfach mal vorbeikommen und alles one-shotten. Ey. Der, ja, ja. Ist wie der mysteriöse Fremde aus Fallout, ey. Der kann sogar Bosse one-shotten, die zu wichtig für die Story sind, aus irgendeinem Grund, ey. Ja, ja. Das Spiel, das war schon ein bisschen... Keine Ahnung, nicht gut durchdacht, ganz ehrlich. Ah nein, mein Kreis ist tot. Nein. Damit du die Story verstehst, musstest du dir mehrere die DLC so angucken. Ja. Damit ja. du auch nur anders was irgendwie verstehst, was los ist, ey. Ja, das war beschissen. Einer Charaktere tut wortwörtlich irgendwie mitten in der Story sagen so, hör, ich muss mal kurz irgendwo hin, ne? Wir sehen uns dann, ja, ne? Ja, ich weiß. Und dann machen die Werbung für Nudeln im Spiel. Dann kommt er ein paar Stunden zurück, irgendwie mit einer Narbe im Gesicht, so, hey, ich bin wieder da. Das Spiel war nicht zu Ende gedacht, ganz ehrlich, aber... Ich weiß nicht, was die sich da gedacht hatten bei dem Spiel. Aber die haben sich bestimmt schon gedacht, so, ja, wir können einfach hier so mal ein paar Lücken machen, dann füllen wir die mit DLCs, ne? Ja. Gab's denn DLCs? Da waren ja die DLCs. Die sind die ganzen Nebengeschichten. Mit denen du erstmal das gesamte Ding da verstehst. Der ist irgendwann weggegangen, so, oh, ich komme irgendwann wieder, ne? Und damit du erfahren kannst, was der überhaupt gemacht hat oder so, musstest du ja DLC spielen, hast als den gespielt. Und dann, ja, konntest du wieder das Hauptspiel weiterspielen, so, oh, jetzt weiß ich, was da passiert ist. Jetzt weiß ich, wo er da seinen Namen bekommen hat. Wenn du nur ein normales Spiel spielst, dann hast du keine Ahnung, was da passiert ist. Kriegst nicht mal eine Erklärung, was der gemacht hat oder so. What's left is locating the Lance. Einer Charakter kommt irgendwann einfach wieder und ist auf einmal blind.
man fährt, man tut im Originalspiel überhaupt nicht herausfinden, wie das überhaupt passiert ist oder so. Oh Gott, ist hier schon wieder ein Boss? Nee, das ist eine Sprechblase. Sprechblasen sind kein Bosse. Nein, du blödes Viech. Ah! Mein blöder Rabe ist da drauf losgegangen, ey. Ist er noch da? Ich glaube, der Weg ist gerade rausgeflogen. Ja, bist du noch da? Ja, ich bin rausgeflogen. Okay, nein. Ja, das war meine Schuld. Ich bin an mein Internetkabel gekommen, das hat locker geworden. Ich muss ja raus. Ich muss ja raus. Ich war in so einem großen Raum, wo ganz offensichtlich ein Boss kommt. Ja, das war blöd, ey. Und mein Rabe denkt sich. Ich habe mich extra nicht bewegt, aber mein Rabe hat sich gedacht, so, oh, den muss ich angreifen. Und dann hat der Boss auf einmal angefangen, jetzt bin ich wieder zurück. Ja, hat, vorherige Gebiet gegangen. Er muss mich wieder einladen, ey. Ja, doch bei mir bist du noch in der Gruppe. Ja, okay, okay, cool. Ja, ich bin ja, okay, das ist ja gut. Ich habe nur gehört, wie du irgendwie, weil ich nichts mehr gesagt hast, habe ich mich gewundert. Ja, ich habe das Internetkabel angefasst, war keine gute Idee. Was, so, jetzt warten wir beim Boss, obwohl wir Level 50 erreicht haben. Ja. Jetzt kommt es noch. So. So, können wir. Ja, endlich, meine Fresse. So. Auf ihn, auf ihn. Wenn er uns jetzt fertig macht, ist ein bisschen unschön. Oh mein Gott, meine Monster sind alle fast tot. Geht raus da, Leute, geht raus da. Geht rein da, Leute, geht rein da. Ich schaffe mal locker. Ja, meine Tiere stehen die ganze Zeit einfach nur drin, lassen mich ab. Boah. Oh. Die sind einfach nur da geblieben und sich die ganze Zeit abschlachten lassen, fast, ey. No. So. Wer ist er hier? Oh, da ist die Lanze. Die steckt in den Typen drin. Ne? Dann nehmen wir die mal raus. Body siehst du in eine eisgefrorene Gestalt, der Halbgott Boditas. Bonk. So, jetzt habe ich den Spiegel kaputt gemacht. We have the lance, which means I must return to Hyoboria. Would you come with me? It's a large request, but why? Immortal Empire. Are you serious? I'll give you one better. Zukunft, Kollege. After we're standing over Raye's corpse, we'll take that bag of bones together. Tell me more of this immortal emperor on our journey. The lance was found. Well, and a bond was formed. Do you think we'll see Hierot? Eine Typ sah aus, als hätte er in der Kammer gehalten. Before their fates intertwined. Let's go together. With mine. But gib mir diese Lanze. Den Skill, den kann ich nur benutzen, wenn ich eine Lanze habe. Ja? Ja. Ich habe schon nie gesehen, weil ich noch nie eine Lanze ausgerüstet hatte danach. Ja, das ist klar. Meine Güte, hat das lange gedauert, bis wir hier. Ja. Warum haben wir mal dieses lilane Schwert? Vielleicht ist das ein Skin oder so. Ja, gut. I know things are grave, but I can't help but feel relieved that Grail's back. Of course, he is Hierot's champion and my friend. All that is left is to take the lance and bless it. Alles klar. Oh, mehr Götzenslots. Schon wieder. Keltschaden und Blitzschaden. Das ist eigentlich perfekt gerade. Ne? Passt perfekt da rein.
Ausgezeichnet. Funk. Gut. Wilson Boy. Jelly Shot, Bitch. Wir sind schon in Kapitel 8. Boah.